Finanzmarktwelt.de. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Energiekrise eskaliert am Terminmarkt. Gaspreis jetzt über 300 Euro. Drei aktuelle Gründe für die große Rallye. Der europäische Terminmarkt Gaspreis notiert jetzt deutlich über 300 Euro. Es gibt drei aktuelle Gründe für diese große Rallye. Von Claudio Kummerfeld. Der für Europa letztendlich wichtige Großhandelsgaspreis Dutch TTF, Terminmarktlieferung im September, notiert aktuell bei 310,20 Euro pro Megawattstunde, was umgerechnet mehr als 500 Dollar pro Barrel Öl entspricht. Gestern Abend wurde die Marke von 300 Euro bei TTF auch schon kurzzeitig überschritten. Im Juni noch unter 100 Euro, sah man Anfang August noch Kurse um die 200 Euro. In der Grafik sieht man den Kursverlauf seit Jahresanfang. Der Markt nähert sich in schnellen Schritten dem kurzfristigen Allzeithoch vom 7. März bei 344 Euro. Es wurde erreicht gut zwei Wochen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, als die Panik am größten war. Aber jetzt sehen wir einen seit mehr als zwei Monaten anhaltenden Anstieg im Gaspreis, anstatt damals eine kurze, schnelle Panik. Drei Gründe für diese aktuell massive Rallye im Gaspreis. Gestern besprachen wir bereits zwei schlechte Nachrichten für den Gaspreis, die den Kurs gestern noch nicht hochtrieben, aber es nun mit einem halben Tag Verzögerung doch getan haben. Der Gaspreis zieht an wegen den steigenden Verknappungsängsten. Erstens hatte Gazprom letzten Freitag verkündet, dass man ab dem 31. August für drei Tage kein Gas mehr durch Nord Stream 1 leitet, aufgrund von Wartungsarbeiten. Die Angst nimmt zu, dass danach auch kein Gas mehr kommt oder dass sich diese Ausfälle im Winter häufen könnten. Zweitens wurde diese Woche auch vermeldet, dass die extrem wichtige Freeport-Verladestation für Flüssiggas in den USA, die für 20% der Verschiffungskapazität des Landes steht, nach einem Unfall nicht Mitte Oktober, sondern doch erst Ende November richtig an den Start geht. Zahlreiche für den Weltmarkt eingeplante Tankerladungen werden deshalb ausfallen und der globale Wettbewerb zwischen Asien und Europa um Flüssiggas aus den USA wird zunehmen. Dies sorgt nachvollziehbar für eine weitere Eskalation beim Gaspreis, was die Verknappungsangst widerspiegelt. Und als dritte schlechte Nachricht muss man aktuell bedenken, dass die Gaslieferungen aus Norwegen in den letzten Tagen leicht gesunken sind. Denn an verschiedenen Stellen bei Gasfeldern gibt es seit Tagen Ausfälle. Geht man in folgender Grafik rechts oben auf die zweite Übersicht, sieht man die leicht sinkenden Gasflüsse aus Norwegen und bei Lieferungen von Flüssiggas per Schiff. Gasspeicher füllen sich weiterhin schnell. Der Gaspreis explodiert also weiterhin, denn beim Gesamtblick auf das Thema Gas regiert aktuell die Verknappungsangst, dass sämtliche Bemühungen um alternative Gasquellen zu Russland und um einen geringeren Gasverbrauch nicht ausreichen könnten, um die Versorgung mit ausreichend Gas für den Winter sicherzustellen. Die sich seit Wochen schnell füllenden Gasspeicher in Deutschland und der EU werden vom Terminmarkt für Gas derzeit nicht als entlastender Faktor gewertet. Laut aktuellsten Daten von Gas Infrastructure Europe sind die Gasspeicher im Gesamtschnitt der EU jetzt zu 78,05% gefüllt und die täglichen Einspeicherungen machen noch gute Fortschritte. Mit der dreitägigen Abschaltung von Nord Stream 1 ab dem 31. August dürfte diese Auffüllung erst einmal abgebremst werden. Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Schnellere News, schnellere Analysen, schneller auf den Punkt. Finanzmarktwelt.de.